Hey Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. So, es tut mir leid, dass die letzte Folge so kurz war. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Schrein. Ich habe hier mit Maronus geredet. Der hat mir hier zwei weitere Taschen gegeben, hier zwei weitere und hier eins, und dann hat er sich wieder an seinen Weg erinnert und jetzt sagte er, ja, kennt den Weg nach Hause und ja. Wir machen jetzt auf jeden Fall diesen Schrein hier. Es kann sein, dass diese Folge wieder genauso kurz wird. Es wird auch wahrscheinlich jetzt die letzte für heute sein, die ich aufnehmen werde. Ich weiß es auch nicht, ob ich jeden Tag dann zwei Videos hochladen werde, also in der Woche. Ich nehme das jetzt gerade am 3. November auf und wahrscheinlich wird, ich weiß es nicht, aber es kann sein, dass diese Folge, ich rate jetzt einfach mal, Dienstagabend kommt oder so. Ich weiß es nicht, wie ich das einteilen werde. Es kann sein, dass jeden Tag nur ein Video kommt. Also sprich jeden Tag um 11 Uhr. Beschirmtes Wasser. Ich muss da hochschwimmen, oder? Oder es kann sein, dass jeden Tag zwei Videos kommen. Ich weiß es nicht. Hängt, glaube ich, davon ab, wie viele Videos ich jetzt produziert habe. Wir haben heute erst Samstag. Ja, normalerweise nehme ich sonntags immer so viel auf. Okay, Moment, was mache ich denn hier überhaupt? Meine Sora-Rüstung muss ich anziehen. Was? Ich kann da nicht hochschwimmen. Und jetzt? Verdammt, was macht der denn da? Okay. Habe ich zwei Ritterschwerter? Tatsächlich. Hä? Wo ist der hin? Verdammt, der ist da ins Wasser gefallen. Ich wollte eigentlich sehen. Weiß ich nicht. Doch, warte, das Ding kann ich so holen. Bleib schön da. So, was haben wir da drin? Ein antiker Reaktorkern. Nein, was machst du? Du sollst, Alter. Was ist das denn? Seine Sachen sind doch noch hier. Antike Schraube. Wieder hoch. Ich setze jetzt da auch noch eins hin. Ich vertraue Link nicht mehr. Warum springst du nicht? Aber ich muss da wirklich B und X gleichzeitig drücken. Also die Steuerung, das ist wirklich ein wunderbares Spiel, aber die Steuerung, da hörst du mit wunderbar auf. So, diese armen Leute. Trifft das Vieh doch, Mann. Leute. Jetzt aber. Mein Floß. Warte. Die machen das gerne, dass da noch eine Kiste versteckt ist. Nee.
Ey, halt, Moment mal, Moment mal. Stopp! Halt! Ich will da nicht lang! Nein! 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 Ich will da nicht lang! Ich bin wieder da. Dankeschön, da bin ich rein. Ah, ich hab's geschafft. Wieder ein Ritterschwert. So, Cersei. Wo ist das bloß? Da haben sie was. Was ist das? Holzpfeil, dankeschön. Das ist mein nächstes Floß. Da ist es. Steig auf! Oh nein! Ja. Ich hab wenigstens die Truhe. Hoffe ich doch mal. Ja. Das mit dem Floß funktioniert bei mir nicht. So, jetzt. Oh. War es das auch oder habe ich irgendwo was vergessen? Nee, gut. Die sehen aber irgendwie alle anders aus, diese komischen Gottheiten hier. Die Viecher da. Dankeschön. 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 So, komm, ich will jetzt noch einen Schrein machen. Und danach gehe ich wieder zu dieser Statue. Und ich glaube, ich hole die in Kakariko. Ja, weil dort ist dieser andere komische Typ wieder. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich so schnell wie möglich noch einen Schrein finden, bevor ich die Folge beende. Beziehungsweise die Folge wieder automatisch irgendwie abgebrochen wird. Ne, abgebrochen wird sie nur von mir. Das muss ich dann doch noch selbst machen, aber... ja. So, Stall der Sümpfe. Stall der Stümpfe. Stall der Schlümpfe, wollte ich sagen, verdammt. So, ihr habt nichts für mich, ne? Bald ist mein Elefant da wieder voll. Warst du eben auch schon da? Okay. So. Also. Da ist die große Fee. Da will ich eigentlich auch noch hin. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch... ja, den hier halt. Aber da will ich eigentlich gar nicht hin. Den vielleicht? Nee, da muss ich den Berg hochschwimmen. Verdammt, wo bin ich denn gerade da? Ich könnte den hier erreichen. Das mache ich, glaube ich, auch. Ich gehe hier hin. Zum ersten Schrein, zum Maono-Schrein. Und von dort aus fliege ich dann dorthin. Oder von dort aus schaue ich mich mal wieder ein bisschen um. Ich glaube, ich gehe mal wieder auf diesen Turm des Plateaus. Von dort aus fliege ich dann zu irgendwelchen Dingern hier. So. So, dankeschön, ich bin wieder hier. Hat sich ja alles viel verändert. So. Von hier möchte ich jetzt mal schauen. Verdammt, was machen die denn da?
Was ist das denn? So, da ist der Turm. Wo ist der Schrein? Irgendwo da. Natürlich sehe ich den nicht. Ich gehe mal da oben hin. Selbst von hier sehe ich ihn nicht. Ich will aber auch nicht jetzt unnötig da runterspringen, weil dann sehe ich ihn später gar nicht mehr. Ich glaube, das hier, das ist der gefährlichste Ort. Also dieses Gebiet da. Ich sehe hier keinen einzigen Schrein. Vielleicht versuche ich dann doch wirklich mal den Turm zu erklimmen. Da haben wir vielleicht da hinten irgendwo noch einen Schrein. Ne, da habe ich absolut keine Schreine. Also der da vorne nur. Flieg einfach mal runter. Da ist wieder Grog. Dankeschön. Bitteschön. Irgendwas hat mich gesehen. Oh je. Ein Moblin. Verdammt, kommt der hierher geflogen? Der da hinten. Der Titan. So, Füchse. Ich glaube, das hier ist dieser Wald in der einen Erinnerung. Kann das sein? Was ist das? Ein Baum. So, und wenn da dieser Turm ist, dann muss eigentlich irgendwo da vorne. Hier schlägt aber das Ding auch nicht aus. Sehe ich da vielleicht? Was ist das denn für Pferde? Das sieht ja aus irgendwie Ganondorf hier. Wow, ich bin genauso schnell wie das Pferd. So, haben wir hier irgendwie was Wertvolles? Verdammt, wo ist dieser Schrein? Den habe ich doch hier irgendwo markiert in der Nähe. So, Sirs und Madams, haben sie hier nichts? Das da hinten sieht so aus, als wäre da was. Ich dachte gerade, da kommt ein Gegner angerannt, das ist das Pferd. Nee, ich glaube, hier ist auch nichts. Nee. Okay, irgendwas. Ein Octorok? Nein, von dem. Wo kommt ihr denn her? Verdammt, nein, ich hab's kaputt gemacht. Hat er mich gesehen? Nee, hat er mich nicht gesehen. Zwei Stück, dankeschön. Mann, verdammt, ich komme dem Ziel immer näher. Aber Art davon? Nee. Da ist auf jeden Fall mein Turm. So, ihr seht mich auch gerade nicht, ne? Na, oh je. Ah ja, der ist also wirklich da. Oh je, drei Stück von denen. Ich muss aufpassen, dass ich diese Schleimdinge hier nicht zerstöre. Ey, schon wieder Dings hier. Da müsste der Stein irgendwo sein. Der ist bestimmt da irgendwo in Ruinen drin. Da vorne habe ich den markiert. Da ist nur mein Turm. Genau, du regelst ja schon alleine, ne? Einfach mal so fies sein. Hier ist nichts. Ich müsste doch ganz nah sein. Das Gebet ist bereit. Danke. Ja, danke schön. Ah, da. Okay, der Turm sieht eigentlich ganz einfach aus.
Vielleicht gehen wir da gleich noch ran. Ich gehe erstmal hier in das Ding rein. Ja, Kamata-Schein. Moment mal. Kriegt man hier nicht irgendwas? Den habe ich doch letztens irgendwo hier gelesen auf diesem Blatt, oder? Ne, ich glaube nicht. Okay, aber der Name, der kommt mir irgendwie bekannt vor. So, vielleicht schaffen wir es heute noch, den Turm zu erklimmen. Ich weiß es nicht. Ich hoffe mal. Da haben wir auch endlich das Gebiet hier mit dem Schloss. Also quasi das letzte Gebiet. Gewaltige Kraft. Komm ich da hoch? Nein. Okay, was ist das hier? Ah, aber den Schrein kenne ich. Verdammt. Warte, irgendein Zweihänder? Oder das Ding hier? Gut, das reicht, glaube ich, schon. Ach so. Was ist das denn? Sirs und Madams? Ein Wächterschwert aufsammeln? Warum nicht? Ah, Moment. Warum kann ich kein Wächterschwert mehr aufsammeln? Ich habe eins. So. Nimm. Was ist das denn jetzt hier? Diesmal komm, ich spare mal ein paar Feuerpfeile. Oh, verdammt! Dankeschön. Was hängt das Seil denn jetzt da? Oh, ein Muschin-Großschwert. Und mit dem Großschwert Moment mal. Ganz leicht. Nee, so mache ich das am besten nicht. Ich mache das lieber so. Das Ding. Ganz kurz ablegen, damit ich... Oh, wie liegt das denn da? Damit ich ein Bild von machen kann, weil ich bin mir sicher, das finde ich nur ein einziges Mal. Wenn es kaputt geht, kriege ich es nicht wieder. So, jetzt haben wir es wieder ein. Ist mir nur gerade mal so eingefallen jetzt. Wie viele Ritterschwerter habe ich? Aber hier das Langschwert, das werfe ich weg. Nehmen wir das hier. Natürlich ist es auch ein Zweihänder. Ich nehme mal hier so ein Wächterschwert. So, guten Tag, was ist denn jetzt hier los? Noch ein Ritterschwert, verdammt. Oh, aber das ist... Drück hier drauf. Habe ich das eigentlich fotografiert? Ja, nein, Moment. Nein. Den Boden musst du nicht fotografieren. Aber das Ritterschwert. Was? Okay, das Ding, das liegt jetzt da. Macht nichts. Ich brauche die Dinger doch bestimmt hier, die Fässer, oder? Verdammt, verdammt!
Au. Wächter Lanze. Oh, aber die Wächter Lanze. Habe ich davon schon ein Bild gemacht? Ja. Habe ich davon schon ein Bild gemacht? Nein. Langsam müssen wir doch mal alle Waffen haben, oder? Nein. Ganz sicher nicht. Was ist das hier? Hm? Ich muss das Ding hier irgendwie öffnen. Okay, was ist das denn hier? Hier geht's auch noch lang. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was ist das denn? Nein. 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 Das ist wieder irgendwas mit dem Gamepad, oder? Wie viele Kisten gibt's denn hier? Gesagt. Kann ruhig weiter so viele Kisten geben. Na gut, wir kommen nicht drum herum. Verdammt, was ist das denn jetzt? Ich halte jetzt das Gamepad gerade. Vielleicht muss ich warten, bis die Kugel auch dort ist. Ja! Dankeschön. Jetzt nur nicht. Dankeschön. Ihr wisst ja, mein Gamepad spinnt ein bisschen. Das darf man... Ich weiß selbst nicht, was man mit dem Ding darf und was nicht. Gerade, ja. Was ist das jetzt hier? Was? Hä? Ach, schießen? Was? Feuer.